Das Ganze wurde dann umgewandelt in ein Zwangsarbeitsverhältnis und in Unterstellung unter die deutsche Wehrmacht. Und zum Schluss blieben dann nur mehr übrig der jüdische Teil von sogenannten Mischehen, von Kindern aus solchen Ehen, die teilweise also Volljuden waren, also Juden waren, so wie ich, mit dem gelben Stern, und andere wieder, ich kenne mich nicht aus mit diesen Rassengesetzen, ich will das auch gar nicht wissen, andere, die das nicht, aber jedenfalls, sie wurden so eingestuft, dass sie dort arbeiten konnten. Und da waren auch noch einige darunter, die nicht ganz also diesen sogenannten positiven Ausnahmen entsprachen, aber das dann später noch. Ja, und so blieben wir also dann dort und unsere Tätigkeit war schwerste manuelle Arbeit. Und es gab damals bereits die Lebensmittelkarten und die Lebensmittelkarten der Juden waren natürlich nur ein Bruchteil von dem, was die Nichtjuden bekommen haben.